seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesorakel. Bei dieser Legung stellen wir die drei wichtigen Fragen. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Erstmal betrachten wir seinen Gedanken und das sehen wir in der Mitte hier oben und unten. Dieser Turm kann bedeuten, dass er meint, oh, jetzt bricht alles zusammen. Dieser Turm kann ein größeres Gebäude auch sein. Ein Amt, eine rechtliche Lage oder eine Schule. Aber weil hier sehen wir die Gesundheitskarte, dann kann dieser Turm Krankenhaus auch sein, dass er zum Beispiel im Krankenhaus muss oder jemand ist krank in Familie und er hat Angst, dass hier Operation kommt, kann auch bedeuten, dass er in diesem Bereich arbeitet. Was dieser Turm noch bedeuten kann, wenn er etwas vergrößern möchte, aufbauen möchte. Und dieser Baum zeigt dann Stabilität. Na, endlich klappt das, endlich angekommen zu sein, verwurzelt zu sein. Was die Karten noch bedeuten können, eine Großstadt, aber ist Wald in der Nähe. Was dieser Turm aber noch bedeuten kann, wenn er in die Enge fühlt und sucht einen Ausweg, sucht eine Lösung, weil etwas kränkt ihn. Immerhin, dieser Baum bedeutet Gesundheitsthemen oder etwas, was ihn kränkt. Was er braucht, ist Stabilität und er möchte zu seiner Größe stehen. Wie fühlt er sich? Das sehen wir hier in der linken Seite. In seiner Umgebung gibt es eine falsche Person, der Maske trägt. Aber er ist drauf gekommen, dass es hier um Falschheit handelt. Weil dieser Buch ist offen, er kann dann lesen und kommt eine glückliche Wende. Zeigen die Sterne zum Glück, weiß er ganz genau, hier jemand versucht ihn betrügen oder hat angelogen, eine falsche Frau. Das kann auch eine rechtliche Lage sein und dort erscheint ihm diese Falschheit. Oder wenn er im Gesundheitsbereich arbeitet, dann kann diese falsche Person, eine falsche Kollege oder Kollegin auch sein. Buch ist offen, zeigt dann Offenheit. Er wird darüber berichten, ganz offen. Und er möchte Veränderung und das bringt auch Glück. Was wird er tun? Das sehen wir hier. Er ist auf dem Weg zu dir, macht auch diese Reise. Er trifft auch wichtige Entscheidungen, wie soll das weitergehen. Und dieser Blumenstrauß bedeutet deine Schönheit oder eine schöne Umgebung oder Kreativität. Oder er kommt nicht mit leeren Händen, sondern kommt eine Einladung oder ein Geschenk. Und dieses Schiff bedeutet die Hoffnung, dass alles in der richtigen Richtung weitergeht oder eine Reise, eine Einladung, weil er möchte, dass du ihn besuchst oder er ist auf dem Weg zu dir oder er möchte mit dir verreisen. Und schauen wir an, was zeigen noch die Karten. Hier wird geputzt, hier wird aufgeräumt. Auch in seinen Gedanken, weil er ordnet das, er sortiert seinen Gedanken.
Und Anker zeigt genau das, was dieser Baum auch sagt. Verankert zu sein, verwurzelt zu sein, er braucht Stabilität in der Liebe. Anker bedeutet oft Beruf, Berufung, und das kann im Gesundheitsbereich sein oder er bringt beruflich etwas in Ordnung. Die Sterne erscheinen nochmal und bringt Glück. Auch Vertrauen, es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Kann aber Spiritualität und Lernen, Wissen auch bedeuten. Diese Kreuz kann karmischen Themen bedeuten. Vielleicht ist das sein karmischen Lernaufgabe, das auch Falschheit erkennt. Was dieser Bild noch bedeutet, das sind die Entscheidungen. Genauso wie hier auch. Er erreicht in seinem Lebensweg diese Kreuzung und wird dann neu orientieren, wie soll das weitergehen, in welche Richtung. Das Herz bedeutet die Liebe und er wird offen sein, über seinen Gefühlen sprechen. Nochmal dieser Turm. Entweder möchte er etwas aufbauen oder befindet sich in einer rechtlichen Lage oder er macht die Reise, aber er muss im Ämtern noch was erledigen. Und hier die Mäuse werden etwas entfernen, die Hindernisse aus dem Weg, weil dort, wo die Mäuse erscheinen, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Und oft können helfen, die Hindernisse, die Schwierigkeiten entfernen. In dieser Stelle möchte ich nochmal erzählen, die Geschichte zu diesem Karten. Das ist eine russische Lunomart-Karte. Und ich habe das bestellt und war 2 Monate lang in Zoll in Madrid. Die haben das erstmal alles aufgemacht und kontrolliert, was in diesem Päckchen drin war. 2 Monate Wartezeit, bis ich die Karten bekommen habe. Interessant ist, dass alles doppelt ist in diesem Kartendeck, also mehr wie 36 Karten, wie wir das im Lenormand-Karten kennen. Hier, ein älterer Herr kann euch helfen, kann euch unterstützen. Oder ein älterer Herr beobachtet die Geschehen. Das kann dein Vater sein, kann dein Chef sein, kann von diesem älteren Herr auch ein Geschenk oder ein Lob zum Beispiel auch kommen. Oder er ist etwas älter als du. Sein Gegenwart dieser Bär bedeutet seine Kraft und mit dieser Kraft kann er sich behaupten, auch gegen diese falsche Person. Und diese falsche Person kann ein Mann sein, kann aber eine Frau auch sein. Und deine Gegenwart? Nochmal das Bild. Ich habe erzählt, bei diesem russischen Lenormand-Karten ist alles doppelt, also Bär kommt auch doppelt vor. Also nicht nur er muss sich behaupten, sondern du auch.
Dieser Bär schreit eigentlich und dieser Bär symbolisiert oft eine Person, der was zum Sagen hat. Und kann passieren, dass jemand versucht, dich angreifen und die Mäuse helfen, diese Person entfernen. Oder wenn du Angst gehabt hast von dieser Person, weil immer so laut ist, dann können die Mäuse auch deine Angst nehmen. Und das war diese allgemeine Orakel. Wenn euch dieser Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked, meinen Kanal abonniert oder diese Legung könnt ihr auch buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro aus der Schweiz, 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.